Hallo zusammen und da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play. Ihr seht es richtig, es ist Terraria und ich bin nicht allein. Neben mir rechts ist sogar ein Freund von mir. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht dein Freund. Ich hasse dich. Hallihallöchen. Okay. Hallihallöchen, Leute. Ja, ich danke Regos dir mal gleich von vorne weg, dass er mich eingeladen hat. Denn Terraria hat einen neuen Patch bekommen, den 1.3er Patch. Aber Terraria alleine ist natürlich nie so lustig wie Terraria. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass der Ding angreifen kann. Und offensichtlich kann er Hasen angreifen, der Arsch. Ja, kann er. Man sollte vielleicht vorher sagen, wir haben jetzt inzwischen beide Erfahrungen mit der 1.3, minimalistisch. allerdings nur Negativerfahrungen gemacht. Wir hatten nämlich so ein kleines Serverproblem, wodurch wir dieses jetzt sage und schreibe jetzt gerade das dritte Mal starten. Ja, genau. Das ist schon ziemlich peinlich. Wir hatten nämlich erst einen gehosteten Server. Die Plattform will ich nicht nennen. Da hatten wir diverse Probleme. Ja, echt unfair, sie ist deprimierend. Weil der andere Server läuft da voll gut drauf. Irgendwie ist das echt nur deprimierend. Ja, also ich habe. Ursprünglich war es ein Server für Ark. Den habe ich dann spontan umgemoddet auf Terraria, aber das ging gar nicht. Also das war echt Katastrophe. Sehe ich gerade richtig, dass du nichts aufnehmen kannst? Wieso? Bei mir fliegen deine ganzen Blöcke. Oh, ich habe mich gerade gewundert, wo meine ganze Erde ist. Das war gerade ein richtig heftiger Lag bei mir. Jetzt geht's wieder. Okay, gut. Ich dachte mir hier, dass eine Ebene noch drunter, vielleicht die Holz hier, oder direkt schon die Ebene, wo ich gerade abbaue, Holz. Und dann nee, lass du noch einen drunter, noch einen drunter, okay. Würde ich sagen. Okay. Hallo Vogel. Ja. Ihr merkt, wir sind jetzt schon am Aufbauen. Ich werde jetzt gleich mich um das Haus schon mal kümmern. Regos, du möchtest vielleicht ein paar Slimes dann gleich sammeln gehen. Ja, wir brauchen Fackeln. Okay, genau, weil das war das letzte Mal schon unser Problem, dass wir keine Fackeln mehr hatten plötzlich. Ja, das stimmt. Da waren wir im Untergrund sonst wo und dann auf einmal... Ach ja, warte mal. Geh mal noch in Gruppe Rot. Ach ja, Gruppe Rot. Ja, bin ich. Ganz genau. Ich glaube, ich gehe dann direkt... Oder wobei, ich mache mir erstmal noch... eine Workbench und dann erstmal eine Rüstung, eine Holzrüstung. Solltest du dir vielleicht auch machen? Wäre eine gute Idee. Ja, ich will jetzt aber eigentlich erstmal das Haus anfangen. Wobei wir das letzte Mal ja gar keine Gegner der ersten Nacht hatten, ne? Ja, das letzte Mal war auch buggy as fuck. Ja, also ich glaube nicht, dass wir diesmal so glücklich sein können. Weil das war schon ein bisschen komisch. Normalerweise ist einem ja früher immer die Bude eingerannt worden in der Nacht. Damals. Damals, als noch alles auf der alten Version war. Ich weiß gar nicht, ob ich die Version davor, die direkte da, gespielt habe. Ich habe nur 1.2 gespielt, tatsächlich. Ich weiß nicht, aber das auch ungefähr 130 Spielstunden. Ich weiß nicht, ob ich 1.2 überhaupt gespielt habe, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ich habe nur 1.1 und 1.0 gespielt. Okay, das so die 1.0 soll doch richtig langweilig gewesen sein, oder? Das ging. Damals war es noch neu. Da hast du ja immer noch alles... entdecken können. Okay. Also da ist, ich weiß nicht, ob ich habe da keine Bosse oder so groß gefightet, außer das Auge. Okay, ja gut. Kann natürlich sein, weiß ich nicht so genau, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe glaube ich nur die 1.2 gespielt, aber da richtig hart gesuchtet, muss ich sagen. Da hatte ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch mit einer Kollegin, habe ich zusammen gespielt. Oh, das war echt übel. Also das war schon ziemlich, ja, heftig, würde ich sagen. Machen wir jetzt auch erstmal einen Hammer. Und dann gehe ich mal Richtung rechte Bildhälfte. Mach das. Komm her, Slime. Wie viel hast du, wie viele Spielstunden hast du schon auf der Reihe? 830 bestimmt. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ich habe schon wieder diese kurzen Lags. Okay, also nicht wundern. Regos hostet halt selbst und dementsprechend werde ich ab und zu kleinere Lags zu verzeichnen haben. Das ist so ein bisschen. Es tut mir auch leid, aber naja, Server war ein bisschen unglücklich. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Ich meine, ich baue einfach so viel ab, wie ich kann. Ich kann ja kämpfen, interessanterweise dabei. Ich kann nur nichts aufsammeln. Das droppt dann erst nach einer gewissen Zeit. Ich meine, das, wenn das das einzige Problem ist, wird es ja gerade nachher gar nicht mehr so schlimm sein. Jetzt am Anfang ist es ein bisschen störend, weil ich jetzt gerade hier Bäume fällen bin, aber sonst haben wir eine Güte. Ich kann ja schon mal eigentlich anfangen mit der Mine, wobei ich könnte auch... Oh. Ich habe keine Frage. Oh, da ist das ganze Zeug gespawnt. Okay, das ist auch gut. Das ist sehr interessant hier. Fallen hier gerade 10.000 Holzstücke runter.
Oh Gott, ich habe einen blauen Slime gefunden. Wie gemein. Jetzt habe ich die alle. Mobb dich das Spiel. Ja, das Spiel hat mich gerade richtig gemobbt. Workbench, 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 Workbench. Wobei wir davon wahrscheinlich auch mehrere hinstellen könnten. Aber erstmal nur eine. So. Jetzt habe ich. Nevermind, dann halt zwei. Jetzt habe ich anstatt der Tür eine Workbench gemacht, weil ich dumm bin. Ah, was passiert? Geiler Plan. Bin schon in der ersten Höhle. Wow. Und zerdepper gerade Vasen. Hab eine Truhe gefunden. Und es ist drin. Was? 61 Leuchtstäbe? Können wir gebrauchen. Und eine Eisenhaut-Potion. Geh auch mal in eine Höhle. Und zwar in die direkt auf der anderen Seite ist. Die hättest du ein bisschen leichter gehabt, wenn du in die gegangen wärst. Okay. Da ist nämlich direkt neben der egal. Aber ich glaube, die führt nicht sehr weit. Ich gehe nochmal kurz in den Einstellungen und mach den Sound ein minimales bisschen leiser. Wormhole Potion. Damit kannst du dich zu mir porten. Cool. Die ist neu. Die ist echt geil. Die ist praktisch. Die ist sehr praktisch. Vor allem, wenn der andere Spieler sonst wo ist und du dich dann. Oh, ich höre Zombies. Gut, das ist eigentlich was Gutes. Ja, oh, genau, Gott. Das war unser Problem. Wir hatten nachts einfach absolut keine Party hier. Das Einzige, was war, wir hatten gelegentlich mal einen rumlängenden Slime oder irgendwas, das nicht das so war, so wie es sein sollte. Da ist ein Slime immer wieder zurück an die gleiche Stelle geleckt. Das hat so genervt, das glaube ich gar nicht. Es war aber auch sehr lustig anzusehen. Ja, auch wenn es beunruhigend war. Es war sehr beunruhigend, ja. Okay, sag mal, geht die Höhle jetzt hier noch irgendwie weiter oder ist jetzt irgendwann mal Schicht im Schacht hier? Ja, Schicht im Schacht. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme zurück. Lass mich in Ruhe. Denn die Alter, Höhlen, was die ist das denn für eine Party? Die Höhlen, die wir hier an der Seite finden, die werden wir nicht großartig, glaube ich, erkunden. Also nicht großartig ausbauen. Wir werden in unserem Haus eine eigene Höhle machen. Ja, genau. Nach gerade unten. Leid und ich haben festgestellt, wir sind beide so die Personen, die eher so die Höhle im Haus haben. Richtig. Finde ich aber auch wahnsinnig praktisch. In Terraria funktioniert das einfach auch gut. Ja, ich mache es aber auch in Minecraft immer so. Oder allgemein solchen Spielen ist das ja, bei mir echt immer so. Ja, in Minecraft mache ich es auch halt so. Das stimmt. So. Noch ein neues Schwert. Sieht aus, als würde ich mit einem Zahnstocher die Zombies pieken. Die Augen sind grün. Ja, die gibt es in verschiedenen Farben. Früher nicht. Nein. Jetzt schon. Magst du mal wieder nach Hause kommen? Ich bin gerade da. Hi. Wollen wir uns einfach jetzt schon mal hier nach unten bauen? Ja, aber wir sollten erst den Hintergrund wegmachen und Hintergrund setzen, damit wir den ersten Händler bekommen, oder? Achso, das können wir auch machen, ja. Weil der erste Händler, weil mit dem ersten Händler kommt auch direkt der, es gibt jetzt einen fahrenden Händler, okay. Der immer verschiedene Sachen dabei hat und die eigentlich immer ziemlich geil sind und vor allem selten auch, zum Teil richtig seltenen Kram hat der bei. Okay, das ist nett. Aber natürlich blöd, wenn er dann seltene Sachen hat und du kannst sie gerade nicht kaufen, weil kein Geld. Mit deinem Hammer den Hintergrund weggemacht hast. Danke. Das machst du selbst, du machst jetzt selbst weg, weil ich kann den gerade nicht wegmachen. Ich habe keinen Hammer und ich habe keine Materialien für den Hammer. Nein, ich habe einen Hammer, aber ich habe kein Holz. Ja, das ist jetzt ein allgemeines Problem. Wow, 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 wow. Sterb. Oh, ja. Wie geil am Anfang einfach ein Bogen ist. Hast du einen? Ich hab mir einen aus Holz gemacht. Ah, nice. Ich mach mal die andere Tür auch auf. Mach das, ja. Ich kill mal hier so ein bisschen und hol mir dann Holz. Ich meine, die Viecher killen ist eh super nice, weil es gibt einfach Copper und das ist für das erste Copper ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich meine, später ist Copper egal, aber. Oh, der Mond sieht auch anders aus. Ja. Es sieht einiges anders aus. Es gibt jetzt zum Beispiel auch andere Viecher beim Blutmond und. Das ist richtig nice. Da bin ich mal sehr gespannt auf den Blutmond. Da müssen wir ganz viel töten, weil es gibt jetzt eine Prozentangabe, wie viel Prozent man geschafft hat von dem Event. Mhm. Und beim Blutmond kann eine Piggy Bank spawnen. Das ist praktisch eine tragbare Truhe. Okay. Also droppen, nicht spawnen. Die Piggy Bank gibt's auch in Binding of Isaac, oder? Wenn ich jetzt blöd ausschalte. Ja, gibt es. Ach ja, genau.
Das ist sehr lustig. Wir wollten eigentlich am Samstag nochmal versuchen, aber wir hatten beide keinen Bock mehr, weil das dann so gespielt rübergekommen wäre, hätten wir das alles nochmal runtergerattet, was wir vorher schon gesagt haben. Aber da ich mir ziemlich sicher bin, dass die Aufnahme hier was wird, sage ich es jetzt einfach nochmal. Der gute Light versucht sich momentan an Spelunky und The Binding of Isaac. Und jeder, der meinen Kanal kennt, weiß, Binding of Isaac und ich sind sehr gute Freunde. Ja, das, also ich muss mich mit Isaac noch ein bisschen befreunden, aber ich mag ihn. Er ist nett, aber ich glaube, er mag mich nicht so sehr. Ja, das Gefühl hatte ich am Anfang auch, aber du musst dich einfach auf ihn einstellen. Das ist eine sehr spezielle Person, dieser Isaac. Vor allem Eden und The Lost ist eine sehr spezielle Person. Der Lost wollen sie jetzt aber leichter machen. Ja, The Lost wollen sie leichter machen, genau. Ich bin ja immer so ein bisschen up to date, was Afterbirth, das Update davon, DLC davon angeht. The Lost soll einfach gemacht werden, weil er einfach zu stark gewesen sein soll. Zu schwer gewesen sein soll. Ich wollte gerade sagen, zu stark, ja, der Lost war zu stark, ich glaube auch. Ey, komm, ich habe nur 30 Stunden gebraucht, um das zu schaffen. Okay, ja, so. Natürlich. Ich habe noch nicht mal It Lives freigeschaltet bisher. Okay. Ja, ich habe ja, wie gesagt, mein... Nachmacher. Nix da. Ich habe ja mein Save gelöscht. Und von dem her... Aber du hattest doch, glaube ich, auch erst so 14 Stunden oder so drauf, ne? Ja, ja. Ich habe nicht viel drauf. Musste dieser Raum abgetrennt sein von dieser Falltür da? Da bin ich mir nicht sicher. Sollten wir einfach mal machen, dann verschieben wir das hier nämlich ein Stück. Ich glaube, die Räume müssen 7 lang sein, damit sie als Raum zählen. 7 lang und 6 hoch. Ist das 7 lang? Sieht so aus. Ja, das ist auf jeden Fall 7 lang. Und 6 hoch sollte es auch sein. Ja. Du kannst jetzt übrigens auch ein komplett... Alle dabei. Du kannst ein komplettes Menü aufmachen, wo du dich dann, also... Wenn du an der Workbench stehst, siehst du unten rechts so einen Hammer, so ein Crafting-Window heißt das Ding. Du kannst da drauf klicken, dann wird alles aufgelistet, was du craften kannst. Und wenn du das dann anklickst, wirst du direkt in die Liste da hingezoomt, damit du das sofort craften kannst. Ach, wie cool. Die haben richtig viel gemacht, muss man wirklich sagen. Das ist eine nützliche Sache, ja. Auf jeden Fall. Ja, die haben viel mitgedacht, was nützlich wäre und so. Shuriken! Hey! Mein Zombie, mein Geld. Der kommt jetzt erst morgen, oder was ist mit dem los? Ich glaube, der kommt immer bei Tag. Ich glaube, immer am nächsten Tag kommen die Händler und so. Wollen wir uns dann so lange runtergraben? Ja, würde ich sagen, ne? Okay. Hast du ich hab sogar hier was für uns. Im Blick? Ja? Ah, ne, gar nicht. Hab ich sowas? Ne, hab ich auch nicht. Okay. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte bei meinen Zuschauern. Auf welchen Stein haust du? Hä, was? Auf welchen Stein haust du? Rechts und Mitte. Okay, dann ist es bei mir nicht synchron. Warte, mach mal so. Jetzt. Yes. Hab ich auch noch Lecks? Hi. Aber gerade hast du keine Lecks, ne? So wie es scheint. Ja doch, du bist bei mir gerade gar nicht mitgekommen. Okay. Bei mir alles selbst aufgebaut und dann hast du plötzlich noch eine neue Spalte abgebaut. Das war ein bisschen komisch. Ach, hast du jetzt doch einen? Ja. Nee, das ging gerade nicht, weil die. Du musst halt eine gewisse Entfernung zur Wand haben und zum. So, damit du das einsetzen kannst. Ja, echt? Also die Leuchtstäbe. Warum? Ja, wenn du zum Beispiel Shift drückst und dann in deiner Umgebung eine Fackel platzieren möchtest, hast du immer auch dein Inventar nehmen, du Held. Ah, nee, da war ich zu faul für. Super. So. Wir brauchen unbedingt eine andere Spitzhacke, ey, die ist ja grausam. Ja, die ist richtig grausam. Wir brauchen wieder so Lead-Zeug und so. Minus 1 Bereich habe ich auch in meiner. Na geil. Lustig. Hat meine auch schon was? Ja, auch minus 1 Bereich. Geil. Vielleicht ist das Standard. Das wäre echt deprimierend. Das ist wahrscheinlich echt. Also die ist echt deprimierend, diese Hacke. Ich bin zu langsam. Du bist eh langsamer als ich, ne? Ja, ich habe gerade in meinem Inventar nachgeguckt. Ja, das sagen sie dann. Okay, ich gebe zu. Bin ein langsamer Junge. Ein langsamer Junge. Mein Gott, ey. Aber so weit hatte ich auch noch nicht, dass ich so lange brauchte, um eine Höhle zu finden. Ja, vor allem nicht so viel Erde. Also jetzt ist ja echt mal gut hier. Ja, bedenke, das ist eine große Welt, ne? Ja, ist okay. Aber trotzdem allmählich. You can do it. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet.
Ja, aber ich habe ja leider schon einige Errungenschaften freigeschalten. Ha, aber genug. Bei Lightsaber werden wir es alles miterleben, welche er bekommt und wofür. Ja, ein bisschen habe ich jetzt auch schon inzwischen. Ja gut, wie viel hast du freigeschalten in der letzten Fall? Ich glaube 3. Nicht so viel. Ja, es ist nicht viel. Fang! Ah, yay, yeah, 2 Stäbe. Jetzt habe ich 2 Stäbe und du gar keinen. Das macht auch Sinn. Ich habe eine bessere Idee. Prost. Ah, Leuchtetrank. Ja, Strahlentrank. Habe ich gerade gefunden. Cool. Ey, du Wichser, du musst. Ich hab auch noch eine. Oh! Oh, nice. Wasser. Von allen Höhlen, die wir hätten finden können, ne? Warte mal, ich guck mal kurz, wie dieser Modus geht, dass man besser abbauen kann. Ich baue mal einen schnellen Buff, entern. Smart Cursor. Left Control. Mach mal Left Control. Left Control? Oh, was ist das denn? Damit baust du immer so ab, dass du einen Gang baust. Damit kann man auch B bauen. Was? Damit kann man auch gut Sachen B bauen. Ja, das stimmt. Und abzählen. Ja, das stimmt. Kannst du auch noch was anderes sagen? Nein. Das war was anderes. Gehört der erste Raum nicht jetzt einfach dem Guide? Müssen wir nicht noch einen zweiten bauen? Haben wir nicht noch einen zweiten gebaut? Nein, du hast die Dinger einfach mitgenommen, du Held. Ach, verdammt. Immer. Verdammt, jetzt wollte ich meinen Magic Mirror rausnehmen und dann ist mir aufgefallen, oh, warte mal. Was gibt's hier noch gar nicht? Was hast du noch gar nicht? Boah, den will ich auf jeden Fall direkt am Anfang haben. Magic Mirror, was macht der? Achso, der bringt dich zurück, dich, ne? Ja, zum Spawn oder zum Bett. Nice. Ich hab hier noch einen. So, Tisch. Ich hab die Türen. Hast du keinen Stuhl mehr? Nee, ich glaube nicht. Doch, hey, hab ich noch. Einen. Warte, ich hab noch einen. So. Aua. Ja, dann würde ich aber auch sagen, das war's mit der Folge. Wir sind schon bei 17 Minuten. Oh, ja gut, dann. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Genau. Bis dahin. Leid, du darfst abmoderieren. Ich habe angefangen, du darfst abmoderieren. Over and out. Tschüss.